Servus, Ferry hier von Radio Galaxy und heute beim FCI-Talk niemand Geringeres als der Kapitän der Schanzer, Stefan Kutschke. Erstmal schön, dass du hier bei uns bist heute. Danke auch. Der FC Ingolstadt ist ja sehr gut in die Saison gestartet. Zuletzt ist der Motor ein bisschen ins Stottern gekommen. Ihr befindet euch momentan in einer kleinen Krise. Ja, woran liegt's? Oh, wenn ich das jetzt wüsste, dann würde ich Patent anmelden für das, was passiert ist. Nein, wir wissen schon ganz genau, woran das liegt. Wir haben das jetzt die letzten Spiele aufgearbeitet. Wir hatten mit dem Trainer gerade nach dem Bayern-Spiel eine intensive Videositzung und dort wurden uns auch die Schwachstellen aufgezeigt, die wir am Anfang der Saison eben nicht hatten. Und jetzt geht es darum, wie kommt eine Mannschaft nach 4 bis 5 Spielen mit Niederlagen ligaübergreifend zurecht. Jetzt zeigt sich der Charakter dieser Mannschaft und deswegen kommt das Spiel am Montag gegen Unterhaching für uns genau richtig. Die Undiszipliniertheit auf dem Platz ist momentan auch ein Thema. Zum Beispiel die roten Karten, die häufig gerade verteilt werden. Woran liegt denn das? Also woher kommt das plötzlich? Ja, ich glaube, wir haben in 9 Spielen 3 rote Karten. Das schaffen manche in 2 Saisons nicht, wenn sie sich Mühe geben. Das ist schon beachtlich. 2 rote Karten durch Foulspiele, eine dritte rote Karte durch eine Undiszipliniertheit. Das hat der Trainer ganz klar angesprochen. Ich glaube, die nächste rote Karte, die wird dann richtig teuer. Nicht, dass die 3 da vorher nicht abgestraft wurden, aber das ist dann auch eine Sache, wo wir uns immer selber schwächen. Ohne da jetzt jemanden einen Vorwurf zu machen, der Peter weiß selber, dass die rote Karte jetzt am letzten Wochenende, dass das vermeidbar gewesen wäre, dass man sich zu solchen Aktionen dann nicht hinreißen lassen darf. Das ist auch jedem bewusst, aber Peter ist da auch nur ein Mensch. Wir haben das jetzt intern auch besprochen. Ich glaube, dann war es schwer, gegen Bayern mit einem Mann weniger, die so spielstark sind, zu bestehen. Und ich glaube, auch in den Spielen wie gegen Kaiserslautern oder Köln hat uns dann ein Mann weniger schon sehr wehgetan. Komm mal zu dir persönlich. Du bist ein recht geradliniger Typ. Jetzt ist die Frage, die man sich da stellt, hast du dir das irgendwo abgeschaut? Hast du da ein Vorbild oder bist du einfach so? Ja, ich glaube, Personen, die mich schon länger kennen, die können das bestätigen, dass ich mich in keinster Weise verändert habe. Ich mag das klar, eine Führungsrolle zu übernehmen. Nun wurde auch viel vorher spekuliert. Jetzt ist Stefan in dieser Saison Kapitän. Wie wird er der Rolle gerecht? Ich war ja zufrieden. Klar, in Phasen, wo es immer gut läuft, ist man immer zufrieden. Ja, und dann kann man immer stolz sein und sagen, okay, das ist ja einfach. Man muss sie da als Kapitän aufs Feld führen, schießt noch 1, 2 Tore und dann ist schon gut. Ich glaube, von meiner Art her war das aber immer gleich, egal ob Kapitän oder nicht. Die Verantwortung, das liegt mir. Jetzt ist aber auch meine Aufgabe, gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainerteam, die Mannschaft wieder in eine Bahn zu führen, wo wir waren. Und dort zeigt sich dann auch, wie stark ist ein Kapitän. Ja, weil im Erfolgsfall ist jeder gut. Ja, aber auch in Phasen, wo es nicht so läuft, kristallisieren sich dann Persönlichkeiten heraus. Du hast gerade selbst angesprochen, deine Rolle als Kapitän. Gab es vielleicht auch schon Situationen, wo du persönlich zurückstecken musstest? Nein, die gab es nicht. Klar, die Karriere ist schon jetzt ein bisschen länger am Laufen und es gab immer mal Rückschläge, auch in der Laufbahn, aber zurückstecken, nein, das ist der falsche Begriff. Inwiefern muss man die Kollegen vielleicht jetzt auch in so einer schwierigen Phase motivieren? Ja, das muss von jedem auch erstmal selbst kommen. Ja. Das geht schon los bei unter der Woche beim Training. Ja. Dieses hier erscheinen, das soll keine Qual sein, sondern es ist das, ich glaube, der beste Beruf oder ein Privileg, hier sein zu dürfen. Und unabhängig von den Bedingungen, die man hier in Ingolstadt vorfindet, ich glaube, wir brauchen uns nur umschauen, das ist exzellent, muss jeder wieder mit der Freude herkommen. Und der Trainer hat das richtig angesprochen und auch Michael Henke, ja, diese Unbekümmertheit, wo ist es hin, wo ist die Leichtigkeit hin? Ich möchte es nicht auf den Druck schieben, dass wir am Anfang Tabellenführer waren, ja, sondern wie lange kann man dem Druck den Stand halten, ja, der aufgebaut wurde. Und ich glaube, man spielt lieber oben mit als irgendwo unten oder im Tabellen-Niemandsland. Wie gesagt, deswegen ist es unsere Aufgabe, die Mannschaft wieder so zu positionieren und da auch jeden Einzelnen mitzureißen, fällt bei den Jüngeren dann vielleicht immer ein bisschen mehr ins Gewicht, weil die so eine Situation nicht kennen. Dann gibt man auch Erfahrungswerte weiter. Aber beim größten Teil soll die Motivation schon von alleine kommen. Hat man jetzt als Kapitän auch sowas wie eine Stammplatzgarantie oder gibt es sowas nicht? Also ich meine, ich glaube, der Trainer lässt sich ja ungern den Kapitän aus dem Spiel raus.
Ja, wie das unser Trainer beurteilt, das weiß ich nicht. Aber es gab ja schon in der Vergangenheit immer wieder in Mannschaften, dass es so war, dass der Kapitän dann mal nicht gespielt hat. Ja, wenn einfach andere besser sind, dann muss man das auch anerkennen. Und da wäre ich der Letzte sein, wenn einer besser trainiert, einer besser spielt, dass ich dann sagen würde, ja, aber stopp mal, ja, als Kapitän musst du immer spielen. Das ist für mich völliger Quatsch. Ich glaube, beim Trainer gilt immerhin das Leistungsprinzip. Und da hat sich jeder zu unterordnen. Und dann ist es auch meine Aufgabe als Kapitän, immer mit Topleistung voranzugehen. Du bist jetzt schon etwas länger beim FC Ingolstadt mit dabei. Wie nimmst du denn das Umfeld wahr? Hat sich das auch ein bisschen verändert seit der letzten Saison? Ja, ich glaube gerade nicht nur letzte Saison. Man hatte durch die Bundesliga-Saison, ohne jetzt jemanden nahe treten zu wollen, aber schon so ein Publikum, die klar hergekommen sind, gern wegen der Bundesliga. Dann letzte Saison hat man auch viele da, wenn es gut lief, ja, FCI ist toll und dass es nicht immer nur bergauf geht, ist auch jedem klar. Und das, glaube ich, das sieht man in dieser Saison besonders. Ja, wir haben einen harten Kern, wir brauchen nur jetzt rückblickend auf das Bayern-Spiel wieder kommen. Da waren um die 1000 Fans mit dabei. Das ist der harte Kern, auf den wir uns verlassen können. Und deswegen beobachtet man das schon, wenn man jetzt, ich sage jetzt nicht übertrieben lange da ist, aber habe jetzt auch schon hier einiges mitgemacht. Da nimmt man schon einiges wahr und man weiß das zu schätzen, was die Fans derzeit für uns machen. Du hast gerade selbst angesprochen, du hast auch schon ein paar Negativerfahrungen hier gemacht. Der Abstieg, sicherlich eine harte Sache. Nichtsdestotrotz, wann oder peilst du den Aufstieg mit dem FC Ingolstadt an und wenn ja, wann? Ich glaube, das Ziel vom FC Ingolstadt sollte schon in geraumer Zeit sein, wieder in die zweite Liga aufzusteigen. Man kann es jetzt immer darauf schieben. Klar, wir hatten einen Umbruch dieses Jahr, weil der extrem groß war mit vielen jungen Spielern. Irgendwann ist diese Phase aber auch mal vorbei und dann muss ich eine Mannschaft auch finden. Ein Zeitpunkt für einen Aufstieg, den kann man nie festlegen, weil wenn das planbar wäre, dann würden das andere auch machen. Ziel von jedem Einzelnen ist aber hier schon, oben mitzuspielen, ja, und dann zu schauen, was wird daraus. Ich glaube, genauere Ziele kann man sich dann vielleicht nach der Winterpause setzen, weil dann wird sich auch rauskristallisieren, welche Mannschaften spielen oben mit, weil derzeit ist es dann schon relativ noch eng. Trotzdem ist das Ziel von jedem Einzelnen, irgendwann in die zweite Liga wieder zurückzukehren. Das nächste Spiel ist am Montag. Das ist wieder ein Topspiel. Ich meine, es sind auch wieder hochkarätige Gegner. In dem Fall Unterhaching. Was müsst ihr bei dem Spiel besser machen, damit ihr diesmal vom Sieger vom Platz geht? Ja, ich glaube, da können wir uns bei Unterhaching viel abschauen. Dies ist eine Mannschaft, die über ihr Kollektiv kommt. Ja, dann gespickt mit vielen guten Einzelspielern, was auch bei uns der Fall ist. Nur haben sie zurzeit den Lauf, den wir am Anfang hatten. Und die Frage ist nicht nur, wie kann man tabellarisch vielleicht dieses Spiel nutzen, um wieder eine Trendwende zu schaffen. Sondern ich habe es am Anfang gesagt, charakterlich wird das für uns ein guter Test. Wie geht man mit den letztlich häufigen Niederlagen in der Vergangenheit um und wie kann man sich auch aus Negativspiralen selber wieder nach rausbringen. Ja, und im Erfolgsfall ist es immer einfach, da geht man raus, spielt, dann ist es alles normal. Ja, und deswegen, Unterhaching hat da schon sehr positive Beispiele für uns gebracht und uns muss wieder auszeichnen, was uns am Anfang stark gemacht hat. Dass wir alle kompakt im Kollektiv verteidigen und auch angreifen. Ja, und dass unsere Freude und der Spaß am Fußball einfach wiederkommt. Ich bedanke mich fürs Gespräch und viel Erfolg fürs Spiel am Montag. Vielen Dank.